Oh, ein neuer Geschäftsbericht mit nur 300 Seiten. Na, den werde ich bestimmt wieder richtig gut verstehen. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkon, ja, und in dieser zweiteiligen Videoserie in der Aktienbewertungsserie geht es mal um das Thema Geschäftsberichte richtig lesen. Für viele Privatanleger ist nämlich ein Geschäftsbericht, der teilweise wirklich bis zu 300 Seiten und mehr hat, ein Buch mit 7 Siegeln. Und genau wie ein Puzzle, ja, bei dem man ja immer mehr und mehr Teile nach und nach zusammenfügen muss, geht es also erstmal darum, überhaupt zu verstehen, warum sollte man den Käse eigentlich lesen und wie sollte man den ganzen lesen? Weil vielleicht denkst du dir dabei, naja, ich meine, so ein Buch darüber zu lesen ist ja ein bisschen langweilig. Ich kann mir auch einfach irgendein YouTube-Video anschauen, bis du halt merkst, dass die Videos dort auch ziemlich langweilig sind. Und wenn du natürlich dabei einschläfst, kannst du natürlich auch keinen Geschäftsbericht lesen. Oder du denkst dir vielleicht, schalte ich einfach mal den Fernseher an, weil da kann man es ja auch lernen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Der Börse verdienen die Heuschrecken schon wieder Millionen, während die armen Sparer leer ausgehen. Wie du gesehen hast, bisher gibt es noch nicht ganz so viel tolle Informationen darüber, wie man einen Geschäftsbericht liest. Aber bevor wir in dieses Wie gehen und im zweiten Video werden wir dann auch mal genau in die Praxis springen und Geschäftsberichte gemeinsam durchgehen und Jonathan und ich werden euch so ein bisschen aus der Erfahrung darüber berichten, worauf wir so achten, geht es ja erstmal um die spannende Frage, warum sollte ich als Aktieninvestor oder in einzelne Aktien investieren überhaupt Geschäftsberichte lesen? Und dazu wird Jonathan uns mal auf eine kleine Reise mitnehmen, denn du wirst sehen, das ist so ein bisschen wie stille Post. Du bist der Privatanleger und fragst dich, warum soll ich überhaupt einen Geschäftsbericht lesen? Ich bekomme doch sowieso die ganzen Aktientipps und Empfehlungen über Facebook. Und dazu schauen wir uns jetzt mal die Geschichte an, wie eine Aktieninformation überhaupt entsteht. Am Anfang gibt es nämlich eine Aktiengesellschaft, ein Unternehmen, was irgendeine Art von Meldung herausgibt, wie das letzte Geschäftsjahr gelaufen ist oder das letzte Quartal. Diese wird dann von den Finanzanalysten, den sogenannten Primäranalysten, direkt aufgenommen und ausgewertet. Das heißt, hier kommt es schon zu einer subjektiven Interpretation von der eigentlichen Meldung. Und jetzt gibt es im nächsten Schritt weitere Analysten, die allerdings nicht mehr die Unternehmensmeldung lesen, sondern nur die Empfehlung des ersten Analysten, des Primäranalysten. Das heißt, die Information wird jetzt nochmal gefiltert und anschließend erreicht sie direkt oder über die Sekundäranalysten die sogenannte Deutsche Presseagentur oder eine andere Presseagentur, wo sie dann aufbereitet wird und als Nachricht eben den Zeitungen zur Verfügung gestellt wird. Dazu lesen sich die Journalisten der verschiedenen Zeitungen jetzt diese Meldung durch und schreiben dann für ihre jeweilige Zeitschrift, wie zum Beispiel den Focus Money, den Der Aktionär oder das Handelsblatt, eine Meldung. Und diese Meldung wird jetzt von einer ganzen Reihe von Privatanlegern durchgelesen, wieder neu interpretiert und anschließend dafür genutzt, um eben in Facebook sich zu entscheiden, ja, ich kaufe mir eine Aktie und das wird dann wieder unter den Freunden geteilt. Und du bekommst jetzt von deinem Freund über Facebook die WKN von der super tollen Aktie, die nur noch steigen kann und wunderst dich auf einmal, wenn die Performance nachher nicht so toll ist. So, wir sind jetzt hier am Computer. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Warum sollten wir also einen Geschäftsbericht selbst lesen? Nun, natürlich, damit wir selbst ein besseres Verständnis entwickeln und natürlich auch, damit wir ungefiltert an die Informationen kommen, mit der wir uns dann auch eine eigene Meinung bilden können. Und dazu sind wir jetzt mal hier beim Daimler Geschäftsbericht von 2015 angekommen. Wie ihr sehen könnt, es war also hier nicht übertrieben, was ich am Intro gesagt habe. 287 Seiten hat der Daimler Geschäftsbericht und den könnt ihr aufrufen, indem ihr einfach bei Google Daimler Geschäftsbericht 2015 eingibt. Könnt ihr natürlich auch bei jedem anderen Unternehmen machen. Okay, Jonathan, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen zum Aufbau eines Geschäftsberichts und was eigentlich wo steht und so, damit man einfach mal so ein bisschen Licht in diesen Börsendschungel bringen kann. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich meinen ersten Geschäftsbericht gelesen habe und es war für mich wirklich total schwierig einzuordnen, welche Stellen sind wichtig und welche nicht.
Und deswegen schauen wir uns heute jetzt einfach mal an, wie so ein Geschäftsbericht aufgebaut ist. Sehen hier am Anfang geht das Ganze los mit ein bisschen der Übersicht, ein paar wichtige Zahlen, Umsatz und der Umsatz der Jahre davor. Und dann geht es weiter, welche Marken gehören zu Daimler. Also am Anfang kommen einfach immer so ein paar Deckblätter und dann kommen wir jetzt auch schon zum Inhalt. Der Inhalt ist bei Daimler so aufgebaut, dass es losgeht mit so einem kleinen Werbetext, wo eben das Unternehmen seine ganzen Innovationen und seine Vision vorstellen möchte. Das könnt ihr jetzt abkaufen oder auch nicht, wie ihr möchtet. Manchmal ist das sehr interessant, was das Unternehmen eben für Zukunftsprojekte hat. Und dann auf Seite 40 kommt die erste besonders wichtige Stelle. Da kommt der Brief des Vorstandsvorsitzenden, wo er einfach noch ein bisschen über das letzte Geschäftsjahr reflektiert und eben vielleicht schon einen kleinen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gibt. Und dann geht es weiter mit dem wichtigen Kapitel für die Aktionäre, wo eben nochmal der Vorstand vorgestellt wird. Dann kommt der sogenannte Bericht des Aufsichtsrats, denn ihr wisst ja, der Aufsichtsrat, der kümmert sich eben darum, ob der Vorstand einen guten Job macht und wird wiederum von den Aktionären gewählt. Der Aufsichtsrat ist also der Aktionärsvertreter, der kontrolliert, ob der Vorstand einen guten Job macht und kann eben bei wichtigen Entscheidungen ja so eine Art Vetorecht mitentscheiden. Und dann wird hier weiterhin erklärt, ja, aus welchen Mitgliedern besteht der. Und dann geht es im Endeffekt auch schon weiter, direkt zu den Zielen von Daimler. Wie möchte sich der Konzern in den nächsten Jahren positionieren? Und nach diesem relativ wichtigen Teil, den ich auf jeden Fall eigentlich immer lesen würde, geht es dann weiter mit dem sogenannten Lagebericht. Im Lagebericht, da wird das Ganze jetzt viel, viel ausführlicher. Da geht es jetzt einfach darum, den Aktionären und auch anderen Interessenten zu erklären, wie dieser Konzern überhaupt sein Geld verdient. Da geht es dann im Detail um den Geschäftsverlauf, in welchen Märkten, in welchen Ländern wurden wie viele Fahrzeuge verkauft, wo wurde wie viel Geld erwirtschaftet. Und dann geht das Ganze eben weiter in die Ertragslage und in die Finanzlage. Also die Ertragslage ist dann die Gewinn- und Verlustrechnung und die Finanzlage ist eben die Bilanz mit der Vermögenslage. Und dann geht das Ganze weiter. Hier gibt es noch so ein unwichtiges Detail, Kurzfassung nach HGB. Das ist einfach nur eine andere Rechnungslegungsvorschrift. Also hier wird es jetzt sehr, sehr ausführlich. Aber auch hier gibt es noch spannende Dinge darin. Und zwar könnt ihr hier im sogenannten Vergütungsbericht direkt sehen, auf den Cent genau, wie viel Euro hat der Daimler-Vorstand im letzten Jahr verdient. Ist also vielleicht mal ganz spannend, wenn ihr das wissen wollt, wie viel die Vorstände verdienen von dem Unternehmen. Und dann schaue ich immer sehr gerne als nächstes in den sogenannten Risiko- und Chancenbericht, wo ganz genau Detail für Detail aufgeklärt wird, welche Risiken bestehen für diesen Konzern. Sind es konjunkturelle Risiken, Risiken der Wettbewerber, was auch immer. Da wird über jedes Risiko geschrieben und es wird auch eingeordnetes Risiko. Also da kommt dann auch direkt die Interpretation des Konzernes rein, wie groß ist das Risiko für den Konzern und auch ein Stück weit, wie wird mit diesem Risiko umgegangen? Was wird dafür getan, dass dieses Risiko minimiert wird? Und auf der gleichen Seite ist das natürlich mit dem Chancenbericht. Da werden dann Dinge darin stehen wie: Welche Chancen bieten sich, den Gewinn zu steigern? Kann man vielleicht noch einen neuen Markt erschließen, ein neues Modell bringen und so weiter? Und das Ganze endet dann in dem sogenannten Prognosebericht, wo dann eine Prognose für das nächste Geschäftsjahr erfolgt und oder für die nächsten Geschäftsjahre, je nach Konzern. Was ihr auch noch wissen solltet, in Deutschland ist es so, dass hier keine ganz so strenge Formvorschrift gilt. Das heißt, wir zeigen jetzt hier am Daimler-Konzern die einzelnen Bestandteile auf, aber bei einem anderen Unternehmen könnte diese schon in einer ganz anderen Reihenfolge geordnet sein. Die einzelnen Teile sind dabei aber immer die gleichen. Wichtig für dich, wenn du jetzt beginnen möchtest, so einen Geschäftsbericht zu lesen, dann musst du nicht von Seite 1 bis Seite 292 lesen am Anfang. Die wichtigen Passagen, ich wiederhole das nochmal kurz für dich, ist einmal der Brief für die Aktionäre, dann der Brief des Aufsichtsrates an die Aktionäre und wenn du dann wissen möchtest, wie verdient das Unternehmen sein Geld, dann schaust du eben an, hier Grundlagen des Konzerns. Und dann interessiert dich vielleicht als nächstes, wo liegen die Risiken und die Chancen des Konzerns. Dann kannst du in den Risiko- und Chancenbericht schauen. Und wenn du wissen möchtest, wie das Management selbst die zukünftige Geschäftsentwicklung einschätzt, dann kannst du in den Prognosebericht schauen.
Ja, und jetzt auf der zweiten Seite kommt jetzt noch ziemlich viel Gelaber. Es kann sehr interessant sein, wenn man einen besonders tiefen Blick in das Unternehmen bekommen möchte, kann man sich da noch weiter informieren. Das Wichtige wurde jetzt allerdings schon gesagt. Hier wird das ganze Geschäft jetzt nochmal aufgeteilt auf die einzelnen Geschäftsfelder, weil die Daimler AG ist ja ein sehr großer Konzern. Das heißt, die stellen einerseits Mercedes-Autos her, aber eben auch LKWs oder Trucks, Vans, Busse und haben eben auch eine eigene Bank. Und über das jeweilige Segment wird jetzt hier nochmal im Detail berichtet, bevor es dann in den sogenannten Corporate Governance Bericht geht. Der ist auch für jedes Unternehmen in Deutschland verpflichtend, wo es eben darum geht, wie wird das Unternehmen geführt, nach welchen Praktiken. Ja, das ist ein sehr langweiliger Teil, für mich zumindest zum Lesen, weil da ist sehr viel rechtliche Formulierungen sind davor zu finden. Man sieht schon hier Compliance, also unter Compliance versteht man ja eine korrekte Unternehmensführung, also nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Und da wird eben definiert, was man dafür tut, damit die Mitarbeiter nicht gegen die Gesetze verstoßen, wie es ja bei Volkswagen AG zuletzt passiert ist mit dem Dieselskandal. Und hier könntest du eben nachlesen, wie es bei Daimler zum Beispiel die interne Polizei aufgebaut, um eben sowas zu verhindern, dass ein Mitarbeiter gegen sowas verstößt. Das liest sich aber sehr langweilig in der Regel, aber wenn du das mal lesen möchtest, kann ich es dir auch mal empfehlen, das dir einfach mal durchzulesen. Und was auch sehr spannend ist, da gibt es sogenannte Grundregeln, das kannst du dir wie so ein Gesetz vorstellen, und dann können die Konzerne aber davon abweichen, aber sofern sie von diesen Grundregeln abweichen, müssen sie das in diesem Bericht dann eben immer ausführen. Ja, und dann kommen wir schon zu den ganzen Zahlen, also am Schluss wird es dann sehr zahlenlastig, da ist jetzt nochmal im Detail die gesamte Konzerngewinn- und Verlustrechnung, die Ergebnisrechnung und die Bilanz aufgeführt, genauso wie die Kapitalflussrechnung. Das sind, wie du weißt, die drei wichtigsten Rechnungen oder Übersichten, wo der ganze Konzern mal in Zahlen gebracht wird, wo am Schluss rauskommt, wie viel Eigenkapital hat der Konzern aufgebaut, wie viel Gewinn wurde erwirtschaftet. Und das alles findest du eben hier in den Zahlen, wo das Ganze dann eben im letzten Teil des Berichtes, in den sogenannten weiteren Informationen, dann auch nochmal erläutert wird. Ja, da sieht man jetzt hier noch ein paar wichtige Dinge. Zum Beispiel, wenn dir Begriffe neu sind, dann kannst du im Glossar nachschauen. Oder, was auch noch sehr interessant ist, für mich zumindest, die 10-Jahres-Übersicht. Da kannst du dir mal anschauen, wie stand denn dieser Konzern vor 10, vor 9, vor 8 Jahren schon da? Und hat er sich in den letzten 10 Jahren zum Positiven entwickelt? Oder hatte er auch immer wieder schwierige Jahre? Ja, das war jetzt so ein bisschen was zu der Theorie, wie so ein Konzern- oder Geschäftsbericht eben aufgebaut ist. Und wenn du jetzt reinspringen möchtest, dann siehst du eben, wie das Ganze hier losgeht. Und am Anfang, wie ich schon gesagt hatte, sehr viele Bilder, ein bisschen Werbetext, was möchte man in Zukunft an Innovationen machen. Und dann geht es eben einfach in die einzelnen Teile rein. Ich zeige dir jetzt noch kurz den Bericht des Vorstandsvorsitzenden. Der war auf Seite 40, haben wir vorhin gesehen. Und jetzt sind wir schon auf Seite 35. Das heißt, es geht jetzt hier los. Bei Daimler ist es derzeit Dieter Zetsche. Hier siehst du dann ein Bild von ihm und hier geht es dann eben los. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, hier steht jetzt der Bericht von Dieter Zetsche. Genau, und für alle Leute, die jetzt sich sagen, ja, ich wollte auch mal immer mal wieder was nachschlagen im Konzern, beziehungsweise im Daimler. Genau, und für alle Leute, die jetzt sich zum Beispiel auch mal sagen, ja, Jonathan hat jetzt schon gerade von bestimmten Zahlen gesprochen, vielleicht will man noch mal irgendwas ganz Spezielles rausfinden, wie zum Beispiel die Eigenkapitalquote. Ich mache das immer sehr häufig, mein Standard-Shortcut ist immer Apfel F, beziehungsweise Steuerung F, ja. Dann kommt hier immer oben so ein kleines Suchleistenfenster, da seht ihr schon, habe ich es vorhin noch mal getestet, ob es auf dem Apple noch funktioniert. Und wenn ich jetzt hier Eigenkapitalquote eingebe, seht ihr dann hier, das Ganze wird sozusagen eingefärbt und ich kann sofort alle Seiten durchspringen, wo halt im Prinzip halt das Thema Eigenkapitalquote drin ist. Das heißt, ich sehe dann hier zum Beispiel ganz schnell, die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 43,5%. Das ist nur so ein kleiner Quick-Tipp, falls ihr bestimmte Sachen in einem Geschäftsbericht finden wollt. So, und generell war das jetzt natürlich erstmal die Theoriestunde. Jetzt werdet ihr euch denken, ja, okay, schön und gut, jetzt ist es sozusagen unsere Hausaufgabe, das Ganze einfach mal durchzulesen.
Aber jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet denn das jetzt? Also, wie liest man eigentlich die Sprache des CEOs in der Praxis? Wie ordnet man dann genau das ein, was dort steht? Ja, wie liest man also zwischen den Zeilen, wenn ihr so wollt? Und darum geht es dann im zweiten Video, im nächsten Teil. Der kommt aber erst in 3 Tagen. Und deswegen geben wir euch jetzt schon mal einen kleinen Tipp, was ihr jetzt machen könnt. Nämlich, dass ihr euch mal so einen Geschäftsbericht einfach nach Hause bestellt. Das macht fast jede AG kostenlos für potenzielle und aktuelle Aktionäre. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal den von Kronis aufgerufen. Und den kann ich mir sogar jetzt hier, ja, seht ihr, Land, Spain, kann ich jetzt also anfangen, den auszufüllen und kann mir den schon mal hier nach Spanien schicken lassen. Dann kriegt man tatsächlich einen richtig schönen Umschlag mit einem schön gedruckten Geschäftsbericht. Und das Ganze macht auf jeden Fall, ist ein bisschen angenehmer noch, als das im Prinzip immer ja, online durchzulesen. Ja, aber so viel erstmal zum ersten Video. Ich denke mal, da werden jetzt noch nicht allzu viele Fragen kommen, deswegen... Ja, gucken wir einfach mal und ansonsten rationale Grüße und sehen uns beim nächsten Mal, wo es dann in die Praxis geht.